Und wie vorhin neu sortiert, kommen wir nun zum Tagesordnungspunkt 22. Es handelt sich hierbei um die Ertüchtigung der Robotron-Kantine. Wir haben hier einen federführenden Ausschussbericht. In die Fraktionsrunde beginnt hier die FDP. Ist kein Redebedarf. Fraktionen Dissidenten, kein Bedarf. Freie Wähler, CDU. Herr Hanig, bitte. Nach dieser Nummer braucht in diesem Rat eigentlich heute keiner mehr reden. Das war ein Musterbeispiel an Antidemokratie. Ich jedenfalls werde meinen Redebeitrag, den ich vorbereitet habe, nicht halten. CDU-Fraktion, Bündnis 90 Grüne, AfD-Fraktion, bitte sehr. Was für ein Zirkus. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, werte Stadträte, liebe Bürger, bei der heutigen Entscheidung geht es nicht um den Verein oder die damit verbundene Kunst, sondern einzig und allein darum, wie werthaltig wir als Entscheidungsträger mit dem Geld des Steuerzahlers umgehen. Beim ersten Lesen der Beschlussvorlage stellte sich uns unweigerlich die Frage, warum die Australe Biennale 21 nicht zu günstigeren Kosten, zum Beispiel hier in der Messe, hätte stattfinden können. Diese Anmerkungen könnten wir uns jedoch sparen, da sich in der Gesamtbetrachtung die von langer Hand geplante Rettungsaktion für die Robotron-Kantine mittels des Zentrums für zeitgenössische Kunst offenbarte. Wie ehrlich oder eben auch unehrlich mit Mandatsträgern und der Öffentlichkeit umgegangen wird, möge ein jeder hier sich selber beantworten. Im Kern geht es um 100.000 Euro, die mit dem heutigen Beschluss in Rauch aufgehen werden. Denn dieser Betrag wurde im wahrsten Sinne des Wortes willkürlich in den Haushalt 21/22 reinverhandelt, ohne dass je eine adäquate Kostenschätzung für eine kulturelle Zwischennutzung vorgenommen wurde. Aufschluss zu dieser politisch gewollten Fehlkalkulation à la Berliner Flughafen oder Stuttgart 21 gibt der sogenannte detaillierte Kostenplan in der Anlage 2, ausgearbeitet und gestempelt vom Zentrum für zeitgenössische Kunst, vom 30.03.2021. So ist in der Spalte 2 zu entnehmen, dass die angeblich detaillierte Kalkulation zu 80% auf Pauschalen beruht. Ergo sind 80% in der groben Kostenschätzung nicht verlässlich beziffert. Es gibt in der Vorlage auch keine Nutzungskonzeption oder Raumplanung, die uns Mandatsträgern eine Kostenkontrolle ermöglichen. Allein diese zwei Punkte reichen schon aus, um mit dem heutigen Beschluss gegen unsere Pflicht als Ratsmitglieder zu verstoßen. Die Einhaltung des § 19 Absatz 1 Sächsische Gemeindeordnung müsste im Normalfall die Kaffeetassen des Rechtsamtes schweppern lassen. Aber was ist schon normal in den heutigen Zeiten? Es ist ebenso ein Rätsel, wie der Sicherheitsdienst es geschafft hat, für den gesamten Zeitraum der Biennale 21 in der Baukostenrechnung zu erscheinen. Entsorgungskosten wurden mit 15.000 Euro beziffert, sind jedoch nicht in den Gesamtkosten aufgeführt, mit der Bemerkung, dass diese durch den Vermieter getragen werden sollen. Ja, da sind wir mal gespannt, wie die Position ohne Kostenbeteiligung realisiert werden soll. Nahezu alle aufgeführten Instandsetzungskosten sind unter Einhaltung aller bautechnischen Vorschriften viel zu niedrig angesetzt und wurden offensichtlich nicht von Fachpersonal kalkuliert. Spätestens bei der Abnahme durch technische Gutachter wird die vorliegende Kalkulation hinfällig und eine nach oben offene Spirale in Gang gesetzt werden. Es stellt sich daher unweigerlich die Frage, wen von den hier Anwesenden das Geld des Steuerzahlers ernsthaft interessiert. Offensichtlich nur unsere Fraktion und hoffentlich auch die der Freien Wähler. Der gesamte Rest des Hauses wird heute ganz beiläufig einer Anschubfinanzierung der kulturellen Zwischennutzung Robotron-Kantine zustimmen. Im Laufe der Zeit werden dann die unabdingbaren Nachträge hier im Stadtrat einflattern, die ebenso alle positiv beschieden werden wollen müssen. Ich und meine Kollegen sind schon gespannt, welche Summe im Ergebnis zu Buche schlagen wird. Wir lehnen die Beschlussvorlage ab, da aus unserer Sicht den Steuerzahlern und den bautechnisch nicht versierten Stadträten von der Verwaltung und den Verhandlern der sogenannten haushaltstragenden Fraktionen massiv Sand in die Augen gestreut wurde und wird, getreu dem Motto,
Erst wirbeln wir den Staub auf und behaupten dann, dass wir nichts hätten sehen können. Das Konzept der Australe-Biennale beginnt mit den Worten: Menschsein ist nicht genug und doch schon zu viel. Manchmal verhalten wir uns wie Roboter, möchten aber wie Tiere fühlen. Diese persiflierten Worte gestehen wir den haushaltstragenden Fraktionen gern zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Nächste Fraktion, die Linke, Frau Appel, bitte sehr. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, 100.000 Euro haben wir tatsächlich in den Haushalt eingestellt für die Ertüchtigung der Robotron-Kantine und diese soll ertüchtigt werden, damit die Australe Biennale dort stattfinden kann. Warum wir das jetzt schon auf dem Tisch liegen, da gibt es einen einzigen Grund, es wird sozusagen vorgezogen. Wir brauchen jetzt das Geld 2021 und nicht 2022 erst, wie wir es ursprünglich vorgesehen haben. Dieser Antrag hat in den Ausschüssen eine ganz klare Mehrheit gefunden. Warum ist das Geld notwendig? Wenn man jetzt reinschaut in die Robotron-Kantine, bietet sie tatsächlich einen etwas traurigen Anblick, denn der Leerstand und der Vandalismus, der dadurch möglich war, hat einige Schäden hinterlassen. Und wenn man die Bilder vergleicht von dem Moment, wo die Robotron-Kantine sozusagen geschlossen wurde, mit der Nutzung, die dort eben gerade drin war, dann und vergleicht mit dem, was heute ist, so sind das doch erhebliche Schäden gewesen. Das ist schade. Es war einmal im Mittelpunkt stehend unsere Kulturhauptstadtbewerbung und es war uns als Ort der Kultur, den wir dort schaffen wollten, wichtig. In dem Konzept der Australen steht, die Öffnung durch Kunst kann den Weg ebnen, sie als Kulturstätte neu zu beleben. Ich bin wenig Architektur bewandert und habe vor 14 Tagen das Angebot von Ostmodern angenommen, die Robotron-Kantine mir von innen anzuschauen und dort mal tatsächlich auch erklärt zu bekommen, was ist denn die Besonderheit, warum setzen sich junge Menschen in diesem Verein, in Ostmodernen ein, dass diese Stätte erhalten wird. Und ich war überrascht, wie die jungen Menschen sich sozusagen über diese Architektur mit der DDR auseinandersetzten, mit dem, was Betriebskultur betraf und wie eben Architektur industriemäßig geplant wurde. Und es war ganz spannend und ich wurde auf Dinge aufmerksam gemacht, die mir niemals aufgefallen wären oder denen ich sozusagen keinen zweiten Blick gegönnt hätte. Deswegen kann ich allen empfehlen, dass Sie eine solche Besichtigung einmal wahrnehmen. Vielleicht wird auch Ihnen das Auge geöffnet für bestimmte Dinge. Und ich finde es super, wenn sich junge Menschen damit auseinandersetzen, durchaus auch Begegnungen entstehen. Als ich die Besichtigung hatte, war ein sehr alter Mann, sehr auffallend, weil überwiegend junge Menschen da waren und der erzählte, dass er dort noch in die Kantine wirklich gegangen ist und sie interessierten sich für die Regeln und was durfte man nicht. Also all das finde ich wichtig, finde ich richtig und ich würde sehr gern, dass wir das weiter als Kulturort etablieren. Ich finde es sehr bedauerlich, dass nun, wie wir feststellen, ohne Not die 4 Millionen Kosten, die eigentlich zur Anschaffung oder die zum Kauf der Robotron-Kantine führen sollten, einfach gestrichen haben. Vielleicht ergeben sich mit dem Besitzer Entwicklungsmöglichkeiten, aber wir sollten die Robotron-Kantine nicht aufgeben und wir sollten die Kunstaktionen und die Werke von 140 KünstlerInnen, die dort in der Robotron-Kantine, in der Stadtentwässerung und in der Gedenkstätte Bautzner Straße dann in der Australe-Biennale zu sehen sind, uns ansehen und diese Städte auf uns wirken lassen. Wir stimmen natürlich als Linke dieser Vorlage der Verwaltung zu. Danke. Wird SPD das Wort gewünscht? Wenn nicht, müsste man eigentlich erstmal durch die Liste durch sein. Gibt es weitere Wortmeldungen? Sehe ich nicht, dann kämen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen.
Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Nicht. 48 Ja, 9 Nein, keine Enthaltung, so beschlossen.